Lockdown für die Ungeimpften, ob der fallen soll oder nicht, was ist denn da Ihre Meinung dazu? Nein, das soll nicht fallen. Warum nicht? Weil es geht ja jetzt darum, die Impfpflicht, die wird ja jetzt ab dem 1. Februar greifen und dann gibt es viele Maßnahmen, wo man sagt, es sollte Lockerungen geben, unter anderem, dass dann auch der Lockdown für die Ungeimpften fällt. Sie haben jetzt gesagt, nein. Warum? Weil ich finde, dass wir in einer Gemeinschaft leben und man sollte sich daran halten. Also ich finde, dass man irgendwie muss man auch dafür, es ist ja ein Miteinander und kein Gegeneinander. Und für die paar Tage ist es schon wurscht. Dass der Lockdown für die Ungeimpften aufgehoben wird. Also ich gehe davon aus, dass die Regierung gut beraten ist und sinnvolle Maßnahmen finden wird. Ja, und also ich glaube, man kann mittelfristig nicht Teile der Gesellschaft wegsperren und irgendwelche Lösungen wird man finden müssen. Und da gibt es, glaube ich, gute Expertenkommissionen dafür oder Expertinnenkommissionen. Ich würde das begrüßen, weil ich jetzt in letzter Zeit mich diesbezüglich informiert habe und das eigentlich nicht viel bringt. Also ich bin für alle Maßnahmen, die das Ganze irgendwie nicht noch befeuern, aber nicht für Maßnahmen, die jetzt mehr in Richtung Strafe gehen, als sinnvolle Aktion darstellen, ja. Wären Sie jetzt generell dafür, dass es beispielsweise Lockerungen gibt, sobald die Impfpflicht dann in Kraft tritt? Wenn die Impfquote in die Höhe geht, ja. Aber nachdem sie sich überhaupt nicht bewegt, ist es überhaupt nicht notwendig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hält sich kein Ungeimpfter daran. Fragen Sie die Leute, sind alle nicht ungeimpft und laufen herum? Wenn Sie einen Test haben, laufen Sie in die Geschäfte. Also das hat überhaupt, das ist eine Farce. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich finde das, wenn Sie das mit Frankreich oder England vergleichen, ist es absurd, was hier ist. Es ist wirklich, es geht Hand in Hand mit dem Intelligenzquotienten. Je tiefer, desto ungeimpfter. Also das ist meine Meinung. Eine weitere Maßnahme, da was auch besprochen wird, ist eine Lockerung, zum Beispiel die 2G-Regelung im Handel, die dann wegfällt mit der Impfpflicht. Was sagen Sie dazu? Ja, ich weiß nicht, was das überhaupt bringt, diese ganzen Geschichten. Ich habe jetzt gerade im Geschäft drinnen eben diesen Nachweis mit dem Handy erbracht und so weiter. Ist mir wurscht, ja, aber dass man das den Leuten auf die Augen drückt, das verstehe ich nicht. Ich glaube, das macht wenig Unterschied, weil A, kaum kontrolliert wird und B, wenn, dann wird nur das Zertifikat kontrolliert, aber nicht, wem es gehört. Also ich glaube, es wäre wenig Unterschied zu jetzt. Das finde ich nicht so angenehm dann, ja. Also da fühle ich mich schon wohler, wenn das gegeben ist, ja. Ich arbeite auch im Handel, muss ich dazu sagen. Sie haben jetzt gesagt, Sie arbeiten im Handel. Was erleben Sie da? Sind die Kontrollen, die da durchgeführt werden, machen das die Leute gut mit? Gibt es da Protest? Bei uns schon, ja. Ja.